Also es ist ein trauriger Tag heute, auch wenn ich jetzt ein wenig lächeln muss. Wir haben viel verloren und ich glaube auch, dass Großbritannien viel verloren hat. Es gilt jetzt zwei Sachen. Das erste ist, darum sind wir ja zusammen auch heute, wie reagiert Großbritannien darauf? Ich glaube, dass wir eine zivilisierte Scheidung hinbekommen müssen. Da ist der beste Rahmen wäre Artikel 50 meines Erachtens. Nun, Cameron hat angekündigt, dass das erst nach Oktober dann stattfinden kann. Okay, das ist das eine. Aber das muss zivilisiert über die Bühne gehen, im Respekt auch der britischen Wähler und auch im Respekt Europas. Das Zweite ist, wir müssen uns auch Gedanken machen in der Europäischen Union, nicht nur über die Substanz, das scheint mir noch das Einfachste zu sein, warum wir Europa noch brauchen, Sicherheit, Beschäftigungspolitik, Migration und so weiter, aber auch vielleicht intensiver über die Methode. Und hier ist das hier ein erstes Treffen, das muss vertieft werden. Es ist natürlich auch eine Debatte über die Solidarität in Europa. Und wenn die Menschen sehen, nicht nur in Großbritannien, aber auch in unseren Ländern, die noch in der Europäischen Union sind, dass wir ernst machen mit unseren Beschlüssen, dann glaube ich, wird Europa auch wieder Kredibilität und Glaubwürdigkeit gewinnen. Andernfalls kann es vorkommen, dass auch viele Menschen in anderen Ländern der Europäischen Union ähnliche Gedanken haben wie die in Großbritannien. Und das müssen wir unbedingt verhindern. Denn die Alternative ist immer, was wäre dieser Kontinent ohne die Europäische Union? Und das darf man ja auch vielleicht wiederholen heute. Sehen Sie, dass Großbritannien in Zukunft einen ähnlichen Status haben wird wie die Schweiz oder Norwegen? Ja, es gibt ja verschiedene Herangehensweisen. Das, was mich interessiert, ist nicht, ob Schweiz oder ob Norwegen, sondern welche zivilisierte Beziehungen wir zu Großbritannien haben, als Europäische Union. Und ich hoffe, dass wir auch als Europäische Union imstande sind, das auszuhandeln. Das scheint mir das Allerwichtigste. Wir werden, wenn der politische Wille da ist, werden wir auch einen Weg finden, das trotzdem wirtschaftlich und vielleicht sogar auch auf anderen Gebieten, obschon sie nicht mehr Mitglied dann sind der Europäischen Union, hier eine gute Zusammenarbeit möglich ist.